Hallo und herzlich willkommen zu der Fruchtleder-Challenge. So hat der Max das genannt, indem er im Live-Talk, ich glaube, das war der 8. oder 9. Live-Talk, mich angerufen hat. Donnerstag 20 Uhr ist ja immer Live-Talk-Zeit. Das heißt, ihr könnt anrufen und mit mir reden. Und da hatte Max vorgeschlagen, dass wir eine Fruchtleder-Challenge machen sollen, wollen, wie auch immer. Und das ist folgendes: Jeder von uns schickt uns. Ja, schickt dem anderen Fruchtleder. Und zwar Fruchtleder, wo er ja ein bisschen experimentiert und der andere herausfinden muss, was da in dem Fruchtleder drin ist. Und ich habe dem Max auch was geschickt. Ich habe nicht so viel Fruchtleder gemacht, dafür noch andere verschiedene Dinge. Und das könnt ihr dann auf seinem Kanal sehen, was ich ihm geschickt habe. Da sind einige Sachen dabei. Und der Max hat mir auch sozusagen seine Sachen geschickt. Und die packe ich jetzt aus und die tue ich mit euch gemeinsam für Sachen durchprobieren. Und ich bin gespannt, was der Max da reingemacht hat. Er hat mir schon gesagt, da sind einige interessante Sachen dabei. Ich glaube, er hat auch noch eine Anleitung beigelegt, beziehungsweise eine Auflösung. Und das kann ich mit euch dann gemeinsam durchgeben. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich da schon wirklich drauf und habe auch ein bisschen Hunger mitgebracht. Und ja, will mit euch jetzt gemeinsam sozusagen ja, diese vom Max initiierte Fruchtleder-Challenge, also dieses Fruchtleder-Testen, sage ich einfach mal. Ja, durchprobieren mit euch. Also, ich mache jetzt mit euch den Brief auf. Hat er ordentlich zugeklebt. Wie sie es gehört, ne? So. Okay. Sehr, sehr mit viel Liebe gemacht. Hier ist der Zettel. Weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, sonst lese ich es euch vor. Hallo Christian, entweder öffnest du die kleinen Schilder für die Auflösung oder diesen Umschlag. Achtung, hier sind alle Lösungen auf einmal zu sehen. Viel Spaß beim Probieren und Raten. Max, aka der Gartenkanal. So, und ja, für Max und für seinen Gartenkanal, den ich euch wie gesagt unten in der Infobox verlinke und auch hier im Video, der hat mir nun, wie gesagt, diese Fruchtleder hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Fruchtleder mit den kleinen Schildchen gemacht. Also hat immer so eingepackt in Leder und dann hat er, boah, dann hat er noch ein Loch hier durchgestampft. Seht ihr das? Und das dann hier gemacht. Also das ist ja, also das ist mal wirklich Qualität. Also wenn ihr das Video seht, was ich ihm gemacht habe, das ist nicht ganz so schön. Ja, aber na, jeder wieder das richtig halten. Also hier in dem Schildchen steht dann wahrscheinlich drin, was ist. Ihr könnt jetzt schon lesen. So kann ich das ja machen. Nee. Doch. Ich mach's mal für euch auf. Ohne dass ich es lesen kann. Muss ich ein bisschen weggucken. So, also ihr könntet jetzt lesen, was das ist. Hoffe ich zumindest. Und ja, und ich werde es einfach mal probieren und dann schauen, was er da gemacht hat. Er hat es jetzt hier Klasse genannt. Ich denke aber, das wird relativ unspektakulär sein. Himbeeren. Aber echt gute Qualität hat der Max da gemacht von der Konsistenz. Das ist echt, wirklich, echt gut. Und also Himbeere, viel mehr schmeckt es dann nicht raus. Vielleicht noch sowas wie Flohsamenschalen oder sowas. Vielleicht ein bisschen Bananen. Ich würde sagen Banane, Himbeere, Flohsamenschalen. Himbeer, Apfel, Traubensaft. Naja, Himbeeren waren drin. Der Apfel, Dings, Traubensaft. Ja, jetzt wo ich es weiß. Aber dominant sind die Himbeeren im Geschmack. Okay, das war Nummer 1. Nummer 2 ist das zweite Novemberleder. So nennt er das. Jetzt könnt ihr wieder sehen, was es ist. Wenn es dann möglich ist, das kann ich jetzt nicht genau sagen, ob ihr das seht oder nicht. Aber ihr habt zumindest die theoretische Chance. Und dann werde ich mal kosten. Das hat ja echt schön gemacht mit diesen Löchern. Der Max, der hat es schon drauf.
gut, da ist sowas was Frisches dabei. Könnte das Grapefruit sein? Oder Orange? Sowas, sowas. Ja, Orange ist süß, aber Grapefruit vielleicht. Aber, na gut, wahrscheinlich wieder irgendwie eine Grundkonsistenz wie Apfel-Dings. Aber das ist so frisch und ein bisschen, ja, so getreidig. Getreidig und frisch irgendwie. Grapefruit Weizen, sage ich einfach mal. Mal sehen, was es ist. Quitte-Kaki Orangensaft. Ah, Orangensaft ist das Frische. Quitte und Quitte ist das bisschen herzhafte, kernige. Quitte, also mein lieber Scholli, also das schmeckt wirklich sehr interessant. Also könnt ihr vielleicht auch mal ausprobieren. Quitte, Kaki und Orangensaft. Allerdings hat der Max eine Rechtschreibschwäche, weil Kaki schreibt man anders. So, das nächste. Jetzt kommen wir zu. Na. Königin der Fruchtleder hat er das genannt. Königin der Fruchtleder. Ich mache das für euch wieder auf. In der Hoffnung, dass ihr das wieder erkennen könnt. So, und dann gucke ich mal, was das, die Königin der Fruchtleder ist. Paket, Mann. Bin gleich wieder da. Ich habe ein Paket bekommen. Können wir gleich mal Unpacking machen hier. Das ist ja alles dynamisch, das ist live, das ist ja. Und ich habe nämlich ein neues Buch bekommen, gekauft. Also, weil ja immer sagen die Leute, dass ich hier irgendwelche Bücher, also ich bekomme auch Rezensionsexemplare, aber ich kaufe mir auch hin und wieder mal ein Buch. Und das habe ich mir gekauft auf Empfehlung von dem Joachim, der Difference is a Virtue. Und da habe ich mir ein Buch gekauft, und zwar ist das dieses Buch hier. Na egal, muss halt erst packen. Dr. Ralf Bircher, Geheimarchiv der Ernährungslehre. Ja, ich muss ich halt sehen, mal gucken. Es macht einen relativ reißerischen Auftritt, aber egal. Buchrezension gibt es natürlich dazu auch. Aber sind wir da gar nicht. Wir sind jetzt bei der Königin der Fruchtleder. Ja, mir gut. Bin jetzt mein Favorit. Königin der Fruchtleder halt. Habe ich mich ganz schwer damit. Pflaumen, Marillen, Mirabellen. Da ist irgendwas drin, was mir richtig gut schmeckt. Kann es nicht bestimmen. Ich sag mal irgendwie auch leicht bitter, aber auch tief fruchtig. Ich muss sagen, ich sage einfach mal Mirabellen, aber das wird irgendwas ganz anderes sein. Durian, Apfel, Banane, Orangensaft. Das ist die Durian, die ich rausschmecke. Und mir schmeckt Durian eigentlich nicht. Also ich habe Durian gegessen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, bei meinem Revolution, da habe ich live einen Durian verkostet. Findet ihr oben in den Infokarten. Aber die Durian, die ich rausschmecke, die schmeckt echt gut. Als Kombination wahrscheinlich mit Apfel, Banane und Orangensaft. Und da ist wieder der Orangensaft drin, der gut ist. Also Orangensaft ist echt eine gute Sache. Und ich weiß nicht, ob er da Orangen reingemacht hat oder ob er halt wirklich direkt Orangensaft reingemacht hat. Keine Ahnung. Also Max, diese Königin der Fruchtleder mit der Durian, das ist mega. Also das schmeckt wirklich richtig, richtig gut. Und ja, wir sind auch noch nicht durch. Wir haben noch drei. Heiter weiter. So. Hier irgendwo ist nur ein Herz drauf. Also wir haben jetzt noch eins mit Herz. Eins nennt sich Overload. Und eins nennt sich
Tortilla. Naja, ich nehme mal Tortilla, weil das wird wahrscheinlich scharf sein, denn ich hasse scharf. Also, das ist jetzt das Fruchtleder-Tortilla oder Tortilla. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Tortilla, oder? Wie dem auch sei, auf jeden Fall. Ich hasse Schärfe und ich habe das dem Max, glaube ich, nicht gesagt, aber guckt mal, ob hier irgendwas Scharfes drin ist. Also, wenn hier Chili drin ist oder irgendwelches sowas, dann werdet ihr gleich sehen, wie ich mal richtig abkotze. Also, Tortilla, Tortilla. Ah, riecht schön herzhaft. Riecht nicht wie fruchtig, sieht riecht schön herzhaft. Sorry. Ja. Das ist eine Banane. Und die ist sehr gut gegen dieses Teufelszeug. Ich sag einfach mal Chili und sonst nichts. Wir haben uns Tortilla. Pomelo und Mango? Nee. Das ist total scharf. Nee. Hier, Max, vergiss es. Das ist scharf. Es riecht total herzhaft. Aber es ist total scharf. Pomelo und Mango? Max, da hast du dich verschrieben. Also das ist scharf. Das ist scharf. Und Pomelo und Mango ist nicht scharf. Und du hast mir irgendwelche unreife Scheiße hier reingemacht. Und entsprechend ist das deshalb scharf. Aber, ne. Ne, ich beiß nicht nochmal rein. Das ist scharf. Also, da hast du dich vertan. Na, mal sehen, wir haben ja noch zwei andere. Da sehe ich vielleicht, wo du dich verwechselt hast. Oder das verwechselt hast. Okay. Overload in Herz. Ich nehme mal als nächstes Overload. Oh, guckt euch das Fruchtleder an. Das sieht geil aus, ha? Ich muss sagen, der Max, der hat es echt drauf. Also, die sind echt alle gute Qualität, fassen sich total gut an. Dann mit dem Loch drin oder was. Ihr habt das schon gesehen bei seinen Gartenvideos. Der hat wirklich Liebe zum Detail, der junge Mann. Aber ey, es brennt im Hals immer noch. Also, nee, Chili, 100 Pro, 100 Pro. So. Also, Overload. Da sind auf jeden Fall viele Kerne drin. Und ich bin gespannt. Also, achso, was es drin ist, müsst ihr ja noch. Müsst ihr ja für euch. So. Das ist Overload. Also, Overload. Ist auch scharf. Die Kerne sind lecker. Die fettigen. Da werden Pinienkerne sein. Oder Zedernusskerne. Schmeckt gut, herzhaft. Aber auch scharf. Aber die Kerne nehmen das mit weg. Kommt viel Schärfe raus. Ja. Nee. Ist auch mit einem Tick zu scharf, was er da gemacht hat. Schmeckt aber gut durch die ganzen Kerne und so weiter. Herzhaft Dings. Also Pinienkerne, ich würde sagen Chili, Pinienkerne. Dann kann ich ja sehen. Gepuffter Amaranth oder gepuffter, was auch immer. Und eine fruchtige Note ist auch drin. Ich sag einfach mal Apfel. Nee, das ist kein Apfel. Grapefruit. Pinienkerne und gepuffter Amaranth und Bananen und Apfel oder so. Aber auch scharf, aber herzhaft und schmeckt wirklich gut. Das übrigens, dieses hier, das scharfe, das riecht total gut, dieses Pomelo und Mango. Aber das hier schmeckt aber, das schmeckt wie das riecht. Herzhaft gut, ein Tick zu scharf. So. Pinienkerne, klar. Hanfmehl, Kokosmehl, Grapefruit, gepuffter Amaranth, Chia, Süßkartoffel, Banane. Dann habe ich ja Kakaonips noch. Da habe ich ja mal richtig gut. Grapefruit habe ich gewusst, Pinienkerne, gepuffter Amaranth. Ja, Banane habe ich gesagt. Ja, also da muss ich sagen, lag ich ganz gut. Aber auch noch scharf. Ich weiß nicht, wo er die Schärfe nimmt. Da hat vielleicht irgendwie so
Reservoir an Chia oder hat gerade sich mit Chia die Hände gewaschen, mit Chia, mit Chili die Hände gewaschen und ich weiß es nicht. Aber auch relativ scharf. Und die Grapefruit kommt richtig durch. Das ist das Bittere. Gut. Ja, lieber Max, also echt, du hast dir ja richtig Mühe gegeben mit viel, viel Liebe. Und jetzt sind wir beim Thema Liebe und hat dir ein Herzchen hingemacht. Und nun hoffe ich, und hat das ist relativ klein. Das heißt, das ist bestimmt wertvoll. Das ist bestimmt, würde ich sagen, pures Gold. Und bin gespannt. Also, ich weiß ja nicht, wie sehr er mich kennt. Aber wenn er ein Herz macht, kann auch sein, dass es Avocado ist, weil ich ja bis vor kurzem kein Avocado gegessen habe. Aber schaut mal nach, was hier sozusagen auf dem Zettel steht. So. Max, es riecht scharf. Ingwer. Aber auch süß. Oh ja. Aber das ist, glaube ich, die Ingwer-Schärfe, die durchkommt. Also ich vermute mal, dass er nicht Ingwer und Chili genommen hat, sondern nur Ingwer. Aber der Ingwer schmeckt gut. Das schmeckt gut. Das ist eine Schärfe, aber die Ingwer-Schärfe ist so eine Schärfe, die ich, glaube ich, ein bisschen besser wobei, es kommt ganz schön durch. Also wie gesagt, Pomelo und Mango-Schärfe, das geht überhaupt nicht. Aber die Schärfe, weil die so zitrusmäßig ist, also definitiv ist Ingwer drin. Um, ich habe mal Banane und Ingwer und noch ein paar andere Sachen. Keine Ahnung. Apfel vielleicht. Ah! Ingwer, Apfel und Süßkartoffel. Also habt ihr gesehen. Ingwer, Apfel und Süßkartoffel. Also, das ist eine Schärfe, das kann man auch mal anbieten. Also ich muss sagen, also hier, Ingwer, Apfel, Süßkartoffel, wirklich, kann man mal ausprobieren. Probiert's mal aus. Pomelo und Mango. Also Max, da bin ich auf Auflösung gespannt. Also ich bin mir sicher, dass hier irgendwie Chili oder sowas drin ist. Also mein lieber Scholli. Aber ich muss sagen, mein Favorit ist dieser Durian Banane Orangensaft. Das ist mein Favorit. Durian Apfel Banane Orangensaft. Und jetzt schmecke ich auch die Durian. Jetzt erinnere ich mich dran. Wenn man es weiß. Dann schmeckt man das auch wieder. Also Max, ich bedanke mich für deine Fruchtleder-Challenge. Ist auf jeden Fall eine total interessante Challenge gewesen. Wie gesagt, ich habe dir leider, ja, das heißt leider, ich habe dir meine harmonischen Pilze, ich habe auch ein paar Fruchtleder gemacht, ein paar Erbsen, die meine Freunde nennen, die Sperma-Erbsen, die, weil sie wie Sperma schmecken. Aber ich bin gespannt, wie dir sie geschmeckt haben. Also die Leute werden dann eventuell auf deinem Kanal dann reinschauen und ja und alle Sachen, was ich so gemacht habe, habe ich so eine kleine Box gemacht mit verschiedenen Sachen. Ist aber bei qualitativ natürlich nicht so hier wie, das ist ja wie aus dem Laden quasi. Und naja, also wie gesagt, danke für die Challenge, danke für die Idee. Ich denke, das wird auf jeden Fall Nachahmer haben. Macht das unter euch auch mal so eine Sache. Ich bin auch immer offen für solche verrückten Ideen. Und ja, dann sage ich einfach mal, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ich hatte auf jeden Fall Spaß daran. Danke, Max. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.